Ich habe ein Päckchen bekommen und dieses Päckchen ist nur für mich. Ja, das ist Fanpost, das steht hier so drauf und ich sage, wir machen einmal auf, gucken, was hier drin ist. Ich bin mega gespannt, weil es sich immer noch komisch anfühlt, dass ich Sachen bekomme von Leuten, die mir was kostenlos zuschicken. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Aber ich würde sagen, machen wir mal auf, gucken, was genau drin ist. So. Da ist das Päckchen. Ich habe es dann so hingelegt, weil die Adresse da sonst draufsteht, sonst kann man hier sehen. Ich werde es aber ganz kurz für euch öffnen, damit ich einmal genau weiß, was ich hier bekommen habe. So, dass man es nicht sehen kann, wer mir das zugeschickt hat oder wohin es gegangen ist. Das ist ja auch gar nicht so unwichtig. Also drauf steht Fanpost von Alissa. Ja, mal gucken, was uns Alissa hier zugeschickt hat. Fühlt sich ein bisschen an wie Weihnachten. Ohne dass man weiß, was man bekommt. Das ist ja heutzutage eher selten, dass man zu Weihnachten nicht weiß, was man kriegt. Das ist einfach eine große Überraschung. Und ich kriege es nicht auf, es ist auf jeden Fall gut zugeklebt. Ist auf jeden Fall sicher angekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich mache es kurz für euch auf. Hier drin ist eine Playmat. Und ich habe hier vorne was drin. Und es ist ein Brief mit drin. Ich sage, bevor ich das hier mache, gucken wir uns einmal den Brief an, weil das scheint wichtig zu sein. Dann machen wir den nochmal auf, der ist hier so schön verpackt. Lass mal für euch das hier so unten liegen, damit ihr das hier so sehen könnt. Weil das ist eine Playmat und hier unten ist noch was. Werbung und Überraschung. Ja, okay, ich bin gespannt. Also erstmal den Brief. Der Brief ist erstmal wichtig, weil sonst wäre der nicht weiter oben. Und den lesen wir einmal zusammen durch. Hallöchen Albertin, ich habe hier ein kleines Dankeschön für deine Bemühungen damals mit der Playmat von Dennis und mir. Ja, stimmt, genau, wir haben ja für Dennis eine Playmat gemacht. Ich werde das verlinken, ich werde das Video finden, ich werde suchen müssen. Aber ich werde es für euch oben verlinken, da habe ich geholfen, dass Dennis eine Playmat bekommt, die wirklich cool ist. Natürlich wünsche ich dir, auch wenn es etwas verspätet, einen guten Start ins Jahr 2023. Ja, der ist auf jeden Fall da, der 2023 Start. Unter anderem möchte ich dich mit diesem Päckchen zu mir auf den Twitch-Kanal einladen. In diesem Sinne, bleib gesund, mach weiter so und danke für die bisherige Zusammenarbeit. Liebe Grüße, Alissa. Für alle, die es nicht wissen, Alissa ist eine Streamerin. Ich werde den Link in die Videobeschreibung packen. Ich denke mal, in dem Werbungsding wird noch was drin sein. Ist auf jeden Fall ein anderer Stream, kann ich mal euch verraten. Der Stream, der werdet ihr so nie woanders sehen. Also guckt da auf jeden Fall mal rein, wenn sie mal online ist. Und dann gucken wir nochmal, was das hier so ist. Ich ziehe das mal so raus. Es ist schon mal eine Striker-Hülle. Also Alissa, auf jeden Fall, ne, danke dafür, dass du mir das geschickt hast. Und dann gucken wir mal, was in der Striker-Hülle hier drin ist. Ich bin... Ei trifft dich. Ich finde diesen Namen halt von dieser Karte halt so geil, weil im Endeffekt ist es so, dass sie im Englischen halt I met you. Macht ja sogar Sinn, aber Ei trifft dich macht im Deutschen halt eigentlich gar keinen Sinn. Deswegen finde ich das super spannend. Ich mag, by the way, das Artwork von der Karte sehr gerne. Kommt auf jeden Fall zur Seite. Da habe ich noch einmal hier in einem Toploader. Ich glaube, das war aber alles, ne? Das ist nur eine Karte, ne? Ja, genau. Dann haben wir einmal das Symbol der Freundschaft als nette Geste von Alissa unterschrieben. Machen wir mal ein bisschen Müll weg. Das ist, by the way, eine der ikonischen Szenen aus dem Anime, falls ihr es nicht wusstet, warum auch ihr das nicht wissen solltet, aber das ist eine ikonische Szene aus dem Anime. Ja, und schön unterschrieben. Ich meine, die ist jetzt so nicht mehr playable, aber diese Karte wird man eh nicht spielen, denn die ist zum Angucken. Sieht aus, als hätte ich aus demselben Schiff getroffen, die sie hier genutzt haben. Danke auf jeden Fall dafür, ne? Symbol der Freundschaft, nehme ich auf jeden Fall gerne an. Dann, wir sagen... Nehmen wir das mal alles hier raus. Werbung und Überraschung nehmen wir auch mal hier mit, ne? Ich sage, bevor wir die Werbung und die Überraschung aufmachen, gucken wir uns kurz erstmal einmal die Playmat an. Ja, ich habe es mir fast gedacht, als ich das gerade gesehen habe. Oh, und ich wollte es unbedingt in Real Life sehen. Das hier. Bisschen sexy. Aber das ist der Avatar von Alissa. Da. Und ich habe ihr geholfen, die Zonen zu designen. Weil wir haben ja hier die Zonen drauf für die Karten. Können wir mal hier Symbol der Freundschaft mal draufpacken.
Ne, passt perfekt. 1A, richtig klasse. Und ich habe hier halt geholfen, das Pattern hier drauf zu machen mit den Zonen, mit der Schrift und so. Das sieht auch super clean aus. Das ist tatsächlich sogar besser geworden, als ich gedacht habe, mit den kleinen Details, weil das sind halt, wie ihr seht, extrem feine Details hier drauf, von dem, wie es ist. Und wird, das ist halt das Artwork. Und das sieht auch echt gut aus. Also selbst die extra Motoren, wo es so gegen weiß wird, ist gut geworden. Ja, es ist eine sehr schöne Matte. Und diesen Charakter, den werdet ihr auf den Twitch-Kanal hier von Alessa auch öfter sehen. Aber, Überraschung nach oben. Wieder runter. Dann werden wir jetzt schon das Symbol der Freundschaft. Wir haben Ei trifft dich. Gucken wir mal, was in Werbung eine Überraschung ist. Die Dinger sind irgendwie super praktisch, wenn ihr Karten verschickt. Habt ihr gerade gesehen, wie gut man die Sachen rausziehen kann. ja, das ist nochmal das Full Picture. Ich hoffe, ich kann das auf YouTube auch zeigen, weil das ja schon ein bisschen sexy ist. Ja, das ist quasi das Mattendesign und das ist quasi einmal die Karte. Wird Alissa unterschrieben. Sehr nice auf jeden Fall. Und hier ist nochmal der Linktree, ne? Miss Bunny Paar. Ich werde den Linktree nochmal unten reinklatschen, einfach damit ihr es habt. Und ja, das ist geil. Das ist einfach geil. Also, für alle, die es nicht wissen, das ist, by the way, das ist halt von einem Artist gezeichnet worden. Und hier hinten ist das Maskottchen drauf, das ist ganz cool. Und das ist quasi ein Avatar, den sich halt erstellen lassen. Das heißt, ihr werdet ja das Gesicht von Alissa nicht sehen, sondern ihr werdet dieses wunderbare Mädchen sehen. Ja, danke auf jeden Fall dafür. Ich freue mich über die beiden Karten. Ich freue mich über die Matte. Die ist auf jeden Fall, ja, die ist einfach cool geworden. Ich meine, das passt wirklich halt echt gut zusammen mit dem, das sieht halt so ein bisschen mädchenhaft aus. Das war ja auch der Plan, dass es ein bisschen schnörkelig sowas ist. Das sollte auch so sein. Und das ist auch gut geworden auf jeden Fall. Ich finde halt cool, dass hier, ne, ihr seht nochmal, hier Alissa Bunnypaw, richtig gebrandet mit Postkarten. Ich wusste gar nicht, dass man sowas machen kann. Vielleicht soll ich sowas auch mal machen. Schon besseres Branding als ich auf jeden Fall. Ja, danke auf jeden Fall dafür. Dann war es das für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, haut rein. Ciao, Leute.